Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Bocampus und du kennst es vielleicht auch, du möchtest dir noch relativ schnell 10, 15, 20 Fakten einprägen, hast vielleicht nichts zu schreiben, ja, parat oder hast nicht dein Handy, ja, gerade greifbar oder du befindest dich in einem Gespräch, wo es vielleicht unhöflich ist, das Handy rauszuholen und sich irgendwas zu notieren. Und in diesem Video zeige ich dir, wie du dir mit einer richtig coolen und sehr einfachen Lerntechnik sehr schnell, auch kurz vor Prüfungen, vor deinem Examen, sehr, sehr schnell 10, 15 bis 20 Dinge auch langfristig sehr, sehr easy einprägen kannst. Ja, und wie gesagt, du kannst diese Lerntechnik entweder in einem Gespräch anwenden, in der Vorlesung. Ich werde am Ende dir auch noch weitere Anwendungsbeispiele ja sagen oder mit an die Hand geben, wo du diese Lerntechnik ja anwenden kannst. Und in diesem Video möchte ich dir die Lerntechnik oder die Körperroute erklären. Das ist eine ja besondere Form von einem Gedächtnispalast. Du weißt wahrscheinlich schon, wenn nicht, schau dir gerne das Video hier oben oder in der Beschreibung dazu an, wie du dir den Gedächtnispalast baust. Vielleicht ganz kurz zusammengefasst, du suchst dir einen bekannten Raum. In diesem bekannten Raum suchst du dir Gegenstände raus und du wandelst deine Lerninhalte in Bilder um und verknüpfst diese Bilder dann an diesen markanten Gegenständen, ja, in diesem Raum. Bei der Körperroute ist es nun so, du verwendest keinen Raum, weil du hast vielleicht gerade nicht irgendwie einen Raum da, den du verwenden könntest und so weiter, sondern du machst dir es einfach und verwendest einfach deinen eigenen Körper oder den Körper von jemand anderem, um dir Lerninhalte, irgendwelche Fakten möglichst schnell und langfristig eben einzuprägen. Ja, und wie gesagt, diese Körperroute ist quasi ein Spezialfall von einem Gedächtnispalast. Das Prinzip ist aber genau das gleiche und funktioniert genauso gut. Der Nachteil ist von der Körperroute, dass man sich jetzt nicht 100, 200, mehrere 100 Fakten einprägen kann, sondern es ein bisschen beschränkt ist, weil sein eigener Körper oder der Körper von anderen natürlich nicht unendlich lang ist. So, wie geht man also vor? Genauso wie bei einem normalen Gedächtnispalast. Es gibt 4 Schritte. Im ersten Schritt, du suchst dir in unserem Fall jetzt einen Körper heraus, den du verwenden möchtest für deine Körperroute. In diesem Beispiel oder in diesem Video werde ich einfach meinen Körper hernehmen. Du kannst auch ja einfach deinen eigenen hernehmen, aber du kannst auch eine Person ja von jemand anderes hernehmen, von Freundin, Freund, wen auch immer. Okay, also der erste Schritt, wir haben jetzt unseren Körper, mit dem wir uns die Sachen einprägen möchten. Im zweiten Schritt gehen wir jetzt, wie in einem Raum, bei einem normalen Gedächtnispalast, den Körper durch, suchen uns markante Punkte an unserem Körper. Im dritten Schritt wandeln wir dann die Lerninhalte in Bild um und im vierten Schritt verknüpfen wir dann in Schritt 3 gewonnenen Bilder mit den einzelnen markanten Gegenständen an unserem oder markanten Orten an unserem Körper. Okay, den ersten Schritt haben wir ja schon abgehakt, weil wir gesagt haben, wir nehmen unseren eigenen Körper. Im zweiten Schritt gehst du jetzt oder gehe ich auch meinen Körper der Reihe nach ab und wir suchen uns markante Punkte an unserem Körper. Okay, ich gehe das Ganze jetzt mal relativ schnell durch. Es werden am Ende 15 ja, Körperstellen sein. Du kannst es aber auch in Ruhe nochmal für dich selbst machen. Du kannst dann vielleicht mehr Details, mehrere Körperstellen noch mit einbauen, dass du vielleicht auf 20, 25 Stellen kommst. Aber damit es eben ja, die Länge des Videos nicht sprengt, beschränken wir uns jetzt erstmal auf 15 Punkte und du kannst dir damit dann mindestens 15 Fakten, Lerninhalte, was auch immer damit merken. Okay, und wie beim Gedächtnispalast auch, wir springen nicht von oben nach unten, von den Haaren zu den Knien, zum Bauch und so weiter, sondern wir behalten eine ganz lineare Reihenfolge bei, wie in einem Gedächtnispalast. Du hast vielleicht die Erfahrung gemacht, dadurch, dass wir linear in den Gedächtnispalast abgehen oder dann eben auch unseren Körper, haben wir eine ganz klare Struktur und das Wissen wirklich übersichtlich abgespeichert und du kannst auch sehr zuverlässig dann abrufen. Also fangen wir mal an. Ich fange immer von oben an. Du kannst gerne auch bei den Füßen anfangen, dich nach oben ja, abarbeiten. Aber ich präferiere es, ja, wenn ich oben anfange und dann den Körper einfach der Reihe nach unten abgehe. Okay, der erste markante Körperpunkt wären meine Haare, mein Kopf. Also stelle ich mir hier als ersten Punkt meine Haare vor. Dann gehe ich weiter runter. Dann kommen die Ohren, ist unser zweiter Punkt. Dann kommen die Augen, die Nase, der Mund, das Kinn, der Hals, die Schultern, Ellenbogen, die Hand, die Brust, der Bauch oder der Bauchnabel, die Leiste, das Knie und der Fuß. Du kannst gerne das Video jetzt hier anhalten, nochmal für dich durchgehen. Du kannst auch, wenn du jetzt mehrere Stellen ja auswählen möchtest oder mit reinnehmen möchtest in deine Körperroute, auch das Video stoppen, dir einfach mal deine eigenen Punkte von deinem Körper aufschreiben und dann kannst du das Video einfach wieder weiter abspielen. So, hiermit hätten wir dann den zweiten Schritt schon mal abgehakt. Wir haben jetzt im ersten Schritt unseren Körper uns überlegt, im zweiten Schritt uns die markanten Punkte an dem Körper ja
überlegt oder rausgepickt. Im dritten Schritt würdest du jetzt deinen Lerninhalt, egal was das ist, das kann auch im Alltag eine Einkaufsliste sein, das können irgendwelche Abgängen von einer Arterie sein, das kann ein Muskel sein, es könnten wichtige Sachen aus einem Gespräch sein oder es könnte vielleicht deine To-Do-Liste sein, die du am Tag abarbeiten möchtest. Und du kannst damit zum Beispiel deine wichtigen Sachen, die in einem Gespräch gesagt wurden, ablegen. Du kannst dir deine To-Do-Liste, die du vielleicht am Tag abklappern möchtest, damit einprägen und so weiter. Also da gibt es keine Grenzen. Du kannst, wie gesagt, auch einfach im Alltag, da werde ich gleich noch ein Beispiel machen, dir die Einkaufsliste einprägen, was du dir ja einkaufen oder was du dir kaufen möchtest und so weiter. Also du kannst es auch im Alltag anwenden. Nur wenn es schnell gehen soll, dann ist das eine ganz gute Möglichkeit, sich mit seinem eigenen Körper ja die Sachen einzuprägen. Im dritten Schritt dann wandelst du eben die Sachen, die du lernen möchtest, um in Bildern und diese Bilder verknüpfst du dann an diesen einzelnen, ja, markanten Stellen an deinem Körper. Meistens, wie auch schon in anderen Videos erklärt, gehen wir so vor, dass wir schauen, wie klingt der Begriff und wandeln dann phonetisch die Lerninhalte in ein Bild um. Sprich, die Zitrone steht für uns für das Zitrat, weil Zitrat so ähnlich klingt wie Zitrone. Und würden wir uns Zitrat einprägen wollen, würden wir vielleicht uns vorstellen, wie wir lauter Zitronen in den Haaren haben und es klebt alles und so weiter. Okay, das wäre dann eben der dritte Schritt. Wir wandeln die Lerninhalte in Bild um und im vierten Schritt, wie gerade schon angedeutet, mit der Zitrone in den Haaren, verknüpfen wir dann dieses Bild, was wir in Schritt 3 gewonnen haben, mit den markanten Gegenständen am Körper, die wir uns in Schritt 2 überlegt haben. Und ich werde im nächsten Video, das jetzt nächste Woche folgt, vielleicht schaust du aber das Video schon und das Video, was ich gerade anspreche, ist schon veröffentlicht, werde ich dir nochmal ein ganz konkretes Beispiel zeigen, wie du mit der Körperroute dir ganz konkret ein medizinisches Thema einprägen kannst, damit es noch ein bisschen, ja, greifbarer wird und vielleicht verstehst du es auch dann nochmal ein bisschen besser. Aber in diesem Video wollte ich dir erstmal nur das Grundprinzip von der Körperroute erklären und wie gesagt, vielleicht ein kleines Beispiel, ganz banal aus dem Alltag. Wenn du dir jetzt zum Beispiel 5 Sachen auf eine Einkaufsliste dir einprägen möchtest, was ich, deine Freundin, dein Freund, wer auch immer sagt, oh, bring mir mal bitte noch das und das und das mit, anstatt es aufzuschreiben, so kannst du es nämlich auch üben. Je mehr du das übst, umso vertrauter wirst du mit der Technik und kannst es dann auch ja in Situationen anwenden, in einem Gespräch, wo es ja schnell gehen muss, wo du dann schnell die Sachen umwandeln musst, an deinem Körper quasi ablegen musst. Deswegen, wenn es sich anbietet, ob im Alltag oder in deinem Studium, probier es einfach mal aus und wende es wirklich an. Jetzt aber nochmal zurück zu unserer Einkaufsliste. Vielleicht möchtest du dir Tomaten kaufen. Dann könntest du dir vorstellen, wie gesagt, wir fangen oben an unserem Körper, an den Haaren an, wie du dir Tomaten in die Haare schmierst und es klebt überall und du hast überall Tomaten. Vielleicht sind deine Haare ganz rot. So kannst du dir merken, ach ja, was wollte ich mir einkaufen? Was war in meinen Haaren? Ach stimmt, da kleben ja die Tomaten. Ach ja, ich wollte mir Tomaten mitbringen. Vielleicht möchtest du dir eine Gurke besorgen, könntest du dir vorstellen, aus dem Ohr, wie du irgendwas im Ohr hast und rausziehst und dann ist irgendwie eine ganz eklige, weil die aus deinem Ohr kommt, eine Gurke drin und die steht dir hier aus dem Ohr so heraus. Dann weißt du als zweites, okay, ich will mir eine Gurke besorgen. Dann als drittes, vielleicht möchtest du dir Maiskörner kaufen und du stellst dir vor, wie lauter Maiskörner, die hier als Tränen den Augen runter rollen oder vielleicht reibt und juckt dein Auge und du siehst, oh, du hast lauter Maiskörner in dem Auge drinnen und so weiter. Vielleicht läuft dir anstatt Rotz aus der Nase vielleicht Schokolade und du weißt, ah ja, ich will mir noch Schokolade einprägen. Und dann, wenn du im Geschäft bist, musst du nur deinen Körper abgeben, oben, okay, überlegen, was war da, stimmt die Tomaten. Ach, was ist mir aus den Ohren gekommen? Die Gurke. Was war im Auge? Ach ja, die Maiskörner, ich wollte mir Mais kaufen. Ah, was kam mir aus der Nase? Schokolade. Ah ja, ich wollte mir noch eine Tafel Schokolade meinetwegen kaufen. Und so kannst du dir 10, 15, wenn du vielleicht mehrere Punkte ausgewählt hast, 20 Sachen sehr, sehr schnell einprägen. Wie gesagt, mit der Einkaufsliste geht es sehr schnell, weil die Sachen schon bildlich sind. Wenn du dir jetzt aber vom Physikum, von der Prüfung, in der Vorlesung 10, 20 Sachen so schnell einprägen möchtest, funktioniert es genauso, wie ich es eben beschrieben habe. Du wandelst dann die gesprochenen Sachen, die Fakten, die du einprägen möchtest, in Bild um, was eben phonetisch so ähnlich klingt. Und legst es dann der Reihe nach an deinem Körper ab. Wie gesagt, ein konkretes Beispiel folgt noch. Schreib gerne mal in die Kommentare, welchen medizinischen Lerninhalt ich mit dem Beispielvideo zur Körperroute wir uns einprägen möchte. Dann kann ich das vielleicht noch aufgreifen und konkret einen Wunsch von euch nachkommen und das dann an diesem Beispiel ja euch zeigen. Ansonsten, wenn du sagst, oh, das klingt ganz gut, du willst es mal ausprobieren und dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Abonnier auf jeden Fall auch unseren Kanal. Auf jeden Fall auch die Glocke aktivieren, dann verpasst du auf jeden Fall kein neues Video und verpasst dann auch das Beispielvideo nicht zu dem Thema Körperroute. Wie wendest du es wirklich an einem medizinischen Thema an? Ansonsten, wenn du jetzt noch Fragen hast oder sagst, oh, du hast es irgendwie noch nicht ganz verstanden, schreib es mir auch gerne in die Kommentare. Und dann freue ich mich im nächsten Video. Vielleicht ist es,
Wenn du dieses Video schon siehst, ja, veröffentlicht, dann findest du auf jeden Fall hier den Link oder dann unten in der Beschreibung. In diesem Sinn wünsche ich dir, und das ist mein letzter Tipp, probier wirklich die Lernmethode aus, wie bei den anderen Lerntechniken, versuch's anzuwenden. Du wirst schneller, vertrauter damit und du wirst sehen, wie mega gut es ja funktioniert und ja, dass du dann die Sachen mit Spaß sehr schnell und auch langfristig dir dann ja einbringen kannst. Also in diesem Sinne, probier es aus, schreib mir auch gerne in die Kommentare, wie es funktioniert hat und dann bis zum nächsten Video und viel Erfolg beim Lernen. Mach's gut, ciao!